mache ich jetzt mal nicht. Das machst du nicht. Die wollen wir gern sehen, ja. So. Ja, dann darf ich euch alle willkommen heißen in der zweiten Session-Runde im LernOS Open Space. Erste Runde haben wir gerade schon hinter uns gebracht. Jetzt haben wir den, völlig falsch, was ich hier ausgesucht habe, sehe ich gerade, den Hadi hier zu Gast, Hadi Lauritsch, der uns Erfahrungen berichtet wird während der Erarbeitung des LernOS-Leitfadens zu Achtsamkeit. Ich weiß noch nicht, ob die 4.2 die 42 für die Antwort auf das Universum und den ganzen Rest ist. Oder einfach nur der nächste Schritt nach dem ganzen 4.0-Wahnsinn. Also das werden wir jetzt gleich hören. Ich würde jetzt dem Hadi gleich den Screen übergeben. Sag euch nochmal dazu, ich poste gleich den Link zu dem LernOS Open Space auf der LernOS Community Plattform in den Chat nochmal, weil das, was ihr jetzt hier seht, ist quasi der Sessionplan und dort sind auch die ganzen Titel verlinkt, wo wir dann die Dokumentationen machen, die das Video einstellen, die Folien ablegen und so weiter. Also wenn ihr das haben wollt, dann folgt dem Link und dann bekommt ihr darüber Zugang. So, damit tue ich meine Präsentation mal beenden und übergebe an dich, Hadi. Jo, hallo allerseits. Momentan bin ich noch zu sehen wahrscheinlich, ja, ganz einfach. Schön, dass ihr da seid. Ich will euch mitnehmen auf einen kleinen Erfahrungsbericht unserer Reise. Ich habe jede Menge Slides, die ich mit rasender Geschwindigkeit durchblättere und wir werden hier und da verharren. Aber ich finde, es gibt ganz gut unsere Story wieder. Und ja, ein paar Erfahrungen möchte ich da mitgeben und bin natürlich gespannt auf eure Impulse, auf eure Erfahrungen, die ihr so gemacht habt. Ich würde sie ganz gern sammeln in einem Muralboard. Im Chat findet man den Link dazu. Da steht Tools Whiteboard. Und würde einfach vorschlagen, dass ihr mir ein Stück weit folgt. Vielleicht macht ihr euch gedanklich oder wo auch immer ein paar Notizen, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir ansonsten uns irgendwo festbeißen an irgendwelchen Punkten. Und ich möchte eigentlich erst die ganze Story rüberkriegen. Das könnte sinnvoll sein. Ja, vielleicht können wir ganz einfach so starten, wie man gern mal startet in solchen Online-Meetings. Wenn jeder seine drei Hashtags of the day vielleicht in den Chat schreibt, dann haben wir eine kleine Übersicht, wer da so ist und können sozusagen Zeit sparen in der Check-in-Runde. Und dann bitte ich euch einfach in den Chat mal zu schreiben. Das ist ein spannender Name. D8F08399 6D5. Hallo, hier ist Gerd. Hey, grüß dich, Gerd. Jetzt stolper ich über meine eigenen Tools. Jetzt poppen die natürlich alle auf und ich kann nichts mehr reinschreiben. Ich wollte ja auch was gesagt haben. Ja. Jeder Plan scheitert bei Feindkontakt. Okay. Der Wandel, schauen wir mal, was so alles ist. Yes, we can. Open Innovation, Schulentwicklung. Hey, cool. Das finde ich spannend. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Coole Sache. Ich habe es inzwischen aufgegeben. Open Innovation. Jawohl. Lernen, lernen, lernen. Dafür sind wir da, genau. Ganz viel Miteinander. Oh Wunder und Staunen, wenn man sich bei Learners trifft. Ja, lassen wir es einfach so wirken. Vipassana ist eine Art der Meditation oder Achtsamkeit. Google hilft. Genau. Welcher Lernpfad? Gut. Sehr gut. Okay, danke für das kurze Feedback. Ihr habt hoffentlich auch ein bisschen geguckt und habt jetzt einen kleinen Eindruck. Wir werden uns nachher noch näher kennenlernen, glaube ich. Und ich hopp's jetzt einfach mal brutal rein in das, was ich hier mal zusammenassembliert habe aus vielen Dingen. Wie immer schaut es vielleicht wie Kraut und Ruhm aus, aber das macht ja nichts. Ja,
Das haben wir ja schon gelernt, was wir hier gerade sind. Das ist unser Entry-Logo. Simon hat völlig recht, inspiriert durch die Antwort auf die unbekannte Frage und letztendlich weg vom 4.0. Wir sehen noch keinen Share, Hardy, du. Hast du schon was geteilt? Dachte ich eigentlich, dass ich das getan habe. So, jetzt schaut es aber besser aus. Gesagt habe ich es ja schon. Wie es begann. Ja, jetzt trafen sich ein paar Leute und gesagt, Achtsamkeit ist ja cool, ne? Und dann setzt man sich zusammen und weil wir strukturiert sind, macht man eine Mindmap. Und ihr seht, es ist eine irre Sammlung von Dingen. Müsst ihr jetzt um Gottes Willen alles nicht lesen. Alle Menschen haben ihre Erfahrungen mitgebracht und so weiter und so fort. Ein rauf und runter, wir sind ja schon fast erstickt in dem ganzen geilen Zeug. Und draußen auf der Welt gibt es so viel davon, haben wir gesagt, ja, lass uns das doch mal assemblieren. Wir müssen ja nicht alles neu erfinden. Die ganzen Themen, die ihr vielleicht hier und da auch so kennt. Ja, wir haben uns sogar Gedanken über die Zielgruppe gemacht. Spannender Punkt, der waberte hin und her, erzähle ich dann noch mehr. Und dann hat sich so ein Make schon rauskristallisiert, ja, vielleicht sollte man doch irgendwo in eine kollaborative Plattform auch gehen. Lanos wurde dann gepitcht. Oder auch nicht. Und wie ist denn das? Und wenn man alles teilt und wollen wir Geld damit verdienen, wollen wir nicht. Ist das nur für Siemens? Ist das für wen ist es eigentlich? Es war spannend. Und wir haben uns natürlich auch Gedanken über Promotion gemacht und daran erkennt man vielleicht hier schon, ja, das sind schon ganz spannende Sachen. Also das heißt, unten verschiedene Zielstellungen, für jeden muss was dabei sein und wir wollen jemanden missionieren, dass Achtsamkeit das Wichtigste auf der Welt ist und. Es war ein Riesensammelsurium. Wir haben trefflich diskutiert, wir haben uns wöchentlich getroffen, immer eine Stunde, klassisch, und sind letztendlich nicht richtig weitergekommen. Wir verfeinerten, fassten zusammen, erweiterten Strichen. Menschen gingen, weil sie gesagt haben, ja, nee, wenn ihr das für andere machen wollt und nicht für Siemens, dann bin ich nicht dabei. Ich mache das während der Arbeitszeit. Die anderen haben gesagt, ich mache es während meiner Freizeit. Ich nehme mir die freie Stunde. Immer mehr neue Ideen. Es ist keine Konvergenz in keinster Weise entstanden. Aber ganz viel Material. Ja, damit gleich die erste Frage, was hätten wir gebraucht? Sag mal, ein Purpose, ja, hätte man sich vielleicht mal drüber einigen können. Dazu gibt es vielleicht ein paar Verlaufsformen, ein Mission Statement zu basteln oder ein Team Canvas. Die Links habe ich hier nicht, aber findet ihr alle im Web. Oder vielleicht mal sich über die Value Proposition Gedanken zu machen. Oder hätte man bloß einen Projektleiter gebraucht? Tatsächlich haben wir dann nach ein paar Monaten, hat sich das so rauskristallisiert, dass wir einen geschlossenen Arbeitszirkel ja, entstehen ließen. Der kam eigentlich ganz von selbst, wo dann Menschen, die da gesagt haben, wir wollen auch noch mitmachen, wo wir gesagt haben, du, sorry, gern als Reviewer, aber nicht mehr als Gestalter. Wir kommen sonst nicht weiter. Warum? Weil uns vielleicht ja auch so ein Canvas, so ein Contract gefehlt hat. Dann wird es aber sehr konkret so allmählich. Wir wussten, was wir wollen. Nämlich von einem Autopilot auf bewusst werden. Darüber sollte der Kernpunkt sein und sich selbst besser kennenzulernen. Das heißt, aus dem, ja, wie der Herr Frankl schon sagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum und das ist dein Raum. Und überlasse es nicht deinen Mustern und deinem Unterbewusstsein. Hier ist es dann gleich ein bisschen konkreter geworden. Ja, konkreter. Wir haben zumindest ein paar Bullets gesammelt, was da drin sein soll, dass es um ein persönliches Ziel geht. Wir wissen nicht für die anderen, wir wollen nicht für die anderen besser wissen, was ihr Wunsch, was ihr Sollziel sein soll, sondern wir wollen ein Angebot machen, wo jeder sich persönlich drin orientiert hat, das als Angebot nutzen kann, womöglich in der Gruppe sogar selbst modifizieren kann. Und letztendlich, dass es im Circle laufen soll. Das heißt, irgendwo, dass der Circle sich gegenseitig unterstützt beim Dranbleiben, bei Problemen, wie auch immer. Ja, solche Kurven kennt ihr. Wo es auch immer her geklaut ist, wahrscheinlich vom Lernen aus irgendwo raus, jede Woche einen persönlich greifbaren Fortschritt, eine emotionale Erfahrung. Und
Die Form hat sich dann auch ganz schnell gefunden, à la Woll. Also das war die erste Idee. Wir sind auf Landers umgeschwenkt und haben gesagt, wir wollen es in dieses Format bringen, ganz einfach, weil es das offene Format ist und Woll uns höchstens nur eine Anleitung hätte geben können. Wunderbar, da hatten wir uns da geeinigt gehabt und dann wohin mit dem ganzen Material, das wir hatten. Und das ist, denke ich, eine sehr spannende Angelegenheit, ein richtiges Learning für uns. Wir sind da auch wochenweise immer eine Stunde, haben wir gesagt, ja, das könnten wir so gruppieren. Ich erspare euch mal die ganzen Slides dazu die Mindmaps, die wir gemacht haben. Wir haben keinen roten Faden gefunden, wie wir unsere ganze Stoffsammlung da untergebracht haben. Und letztendlich den Durchbruch hat gebracht. Und das ist meines Erachtens ein Learning, das ich immer wieder einbringen würde. Und so neu ist es nun auch nicht. Wenn dir eine Stunde nicht reicht zum Reinschwingen, zum Entstehen lassen, dann nimm dir einfach mehr Zeit. Das heißt, wir haben einen ganztagigen Workshop gemacht. Die Menschen sind zusammengekommen, die ein bisschen in Deutschland verstreut waren, die da mitgemacht haben. Und wir haben uns mal richtig Zeit genommen, Dinge kristallisieren zu lassen in einem Kreativraum mit ganz viel Platz, am Boden, um Ideen entstehen zu lassen. Und dann ging es wie des Brödlers Backen. Also es ist wirklich das, was jetzt da steht, ist im Prinzip in einem Tag entstanden. Wir haben das ist kein strukturiertes Vorgehen, sondern das stand irgendwo mal da. Achtsamkeit hat mit Atmung vielleicht auch zu tun oder man kann achtsam atmen. Das, was da steht, wir atmen ein, wir atmen aus, dazwischen drin gibt es eine Pause, eine Stille. Und wir haben, wer auch immer es getan hat, ich glaube, es war Joachim, hat gesagt, Mensch, der Sternkreis könnte uns vielleicht Orientierung geben. Es war einfach, es war nicht nachgedacht, es war nicht gemappt, es war einer der ganz vielen Elemente, die da standen zur Gruppierung und zur Strukturierung. Und oh Wunder und Staunen, plötzlich stand der Skillerbus da und er hat plötzlich Sinn. Er hat eine Story. Wie die Story ausschaut und warum sie gut funktioniert, könnt ihr euch morgen Nachmittag beim Joachim anhören, der eine Intro macht in die Inhalte unseres Lernpfades. Hier sage ich bloß, das ist so blitzschnell entstanden. Es war einfach Hammer. Und dazu auch dann die jeweiligen Praktiken, die in den Wochen dran sind, die eben die Aufgabe oder das Ziel dieser Woche unterstützen. Und im Übrigen haben wir dann auch festgestellt, oh Wunder und Staunen, so ein Zirkeltreffen jede Woche folgt eigentlich einer ähnlichen Struktur. Ich check ein, ich reflektiere, es geht ums Thema, ich atme ein sozusagen. In der Stille mache ich dann eine Übung. Also in unserem Lernpfad gibt es immer eine gemeinsame praktische Übung, eine Achtsamkeitspraxis. Und das, was man da erfahren, gespürt, gelernt hat, Erfahrungsaustausch, das ist das Ausatmen. Was nehme ich dann mit? Und dann gibt es eine Woche Stille, wo ich weiterarbeite. Ja, das war's schon fast. Die Learnings-Fragen willkommen. Ich habe ein paar aufgeschrieben. Wir haben definitiv den Durchbruch geschafft, wo wir uns dann im nicht öffentlichen Bereich, im Kernteam getroffen haben. Das ging dann plötzlich ganz schnell. Wir haben inzwischen 3 Pilotzirkel gemacht, einen komplett mit einem Trainer, weil wir einfach nicht sicher waren, wie das funktioniert, wie unsere Anleitungen sind. 2 haben wir nur noch begleitet, mehr oder weniger als Teilnehmer oder als jemand, den man fragen kann, wenn man nicht versteht, was in den Circle Guides steht. Die Feedbacks sind in die Circle Guides eingeflossen. Ja, und wir dachten, wir können das oder sollten das vorher sharen. Es gab ein paar Initiativen in der Richtung. Tatsächlich haben wir aber gesagt, es bringt viel zu viel durcheinander. Wir müssen das oder wir wollen das selbst machen, diese Piloten durchzuführen, weil dazu waren wir uns überhaupt nicht sicher, was da passiert. Ja, viel geplant, wie gesagt. Zum Beispiel wollten wir auch schon im Juni im Learners Camp oder wie es auch immer dann hieß, was drüber sagen, aber waren wir einfach noch nicht so weit. Jetzt ist es soweit. In der morgigen Session stellt Joachim das hier in der Learners Runde vor und es gibt dann am selben Tag kurz vorher ein Meeting mit Siemenslern und ausgewählten Externen und dann gehen wir möglichst schnell öffentlich. Was ist uns sonst so aufgefallen, auch einfach als Teaser,
die Menschen, die mitgeschrieben haben, wollten sich, und keiner wusste auch so genau damit umzugehen. Ich habe ihnen halt mal den Typora-Editor gezeigt, Markdown zu schreiben. Uah, haben sie gesagt, das ist ja alles, wie schaut denn das aus? Und in GitHub, oh je, wie geht das? Nee, wir wollen lieber arbeiten. Tatsächlich muss ich sagen, wir hatten paralleles Arbeiten gebraucht, weil wir dann die Tasks uns verteilt haben jede Woche. Und wir hatten teilweise sogar an Kapiteln parallel geschrieben. Und weshalb uns ein Tool wie Google Docs, das wir ganz konkret auch verwendet haben, uns ein paralleles Arbeiten ermöglicht haben. Da vielleicht auch ein Learning, das steht hier so nicht. Ich denke, wenn man jetzt in einer kreativen Phase ist sowas sehr nützlich, mit Rollback, mit Kommentieren, also sehr, sehr spontan zu arbeiten. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Und ich denke, jetzt in einer stabilisierten Phase, wo man das Ganze sehr viel strukturierter, wo man Feedbacks sehr viel strukturierter einbringt, braucht man definitiv eine ja, eben strukturierte Form. Das heißt, es ist geplant, so schnell wie möglich in das Lernhaus-Ökosystem zu migrieren, nach GitHub letztendlich. Wir haben begonnen, das kommt später vielleicht auch noch, aber wir haben begonnen mit einem Template. Ich habe den Learners for You Guide genommen, habe den einfach nach Word oder die Word-Auskopplung genommen und gesagt, das ist unser Template, darin schreiben wir, löschen Kapitel raus oder beziehungsweise löschen Inhalte raus, um die Strukturen erhalten zu lassen. Warum? Weil wir vermeiden wollten, dass wir irgendwelche Features einsetzen, die anschließend nicht mehr rückzukonvertieren sind. Die Rückkonvertierung war in der Tat trotzdem sehr schwierig. Wunder und Staunen. Es ist inzwischen gelungen, dank vieler Inputs. Aber ich muss sagen, ich habe da, obwohl ich technisch, ich bin kein Nerd mehr. Ich war mal einer vor 20 Jahren. Aber ich glaube, ich habe noch etliches Verständnis dazu. Aber es hat mich viele Stunden gekostet, um letztendlich das Ding jetzt wieder nach Markdown zu kriegen. Und die Integration dann ins GitHub, ja, wollen wir auch so schnell wie möglich machen. Wir sind ja fertig, aber im Detail gibt es viele Fragezeichen, aber es gibt jetzt eine Session dazu. Es gibt den Technical Thread im Lernos, in der Lernos Community, diesen Developer Call. Und der Martin Jahr ja, hat Ähnliches vor, mit dem bin ich da auch, oder sind wir auch connected. Ein weiterer Punkt war, durchaus, dass wir in unserem Lernpfad Audios und Videos brauchen zum Thema Achtsamkeit. Klar, eingesprochene Meditationen, wie auch immer, und teilweise sogar Videos, weil eine Gehmeditation kann man ganz gut visuell auch illustrieren. Das gilt es dann zu hosten. Momentan ja, haben wir einfach daran gedacht, einfach in eine öffentliche Plattform zu gehen. Wir haben keinen Stress damit. Das Ganze ist ja unter CC BY 4.0. Damit wollen wir es und können wir es auch veröffentlichen. Und die Technik fürs Recording von dem Ganzen, naja, das wissen alle Leute, die sich damit beschäftigt haben. Alles andere als trivial im Detail. Irgendwas geht schon immer und mit dem Handy schnell mal was aufnehmen, eine Live-Meditation, die einer anleitet irgendwo in einem kleinen Raum, ist aber leider nicht tauglich gewesen, um anschließend sie irgendwo niederzulegen. Einfach viel zu schlechte Soundqualität. Da kann man noch viel lernen dazu. Ja, das war das Kernteam. Und damit bin ich eigentlich durch und würde jetzt einfach direkt umswitchen in das Mural und dann mit euch darüber diskutieren, was ihr jetzt mitgenommen habt. Ich habe ein paar Dinge schon eingeklebt. Was sind eure Fragen ganz konkret an mich? Wir können durch jederzeit wieder in die Präsi zurückgehen. Wo habt ihr Tipps? Wo habt ihr Hinweise? Kleiner Tipp zum Handling von Mural, einfach ein Doppelklick auf, also erste Sache, hier könnt ihr natürlich nicht reinklicken, ich share jetzt hier gerade mein Mural, wenn ihr jetzt dort was hinterlegen möchtet, dann müsst ihr umschalten in das Mural Board, das heißt auf den Link klicken, dann geht ein Browserfenster auf und dann könnt ihr euch da drin bewegen. Der Link war ja im Chat schon ein bisschen oben weggespült. Ich habe den gerade noch mal neu reingekopiert. Dankeschön. Und ich lasse hier trotzdem im Sharing vom Teams
mal mein Mural Board offen, weil dann sehe ich nämlich, wenn ihr drin seid, weil dann sind die Mauszeiger von euch jeweils dran. Wenn ihr den bewegt, ne? Der Stefan hatte vorhin gefragt, wer die Mitglieder des Arbeitszirkels waren. Die hast du jetzt auf der vorletzten Folie gerade mal gezeigt, ne? Genau, ganz kurz mal. Genau. Ist heute leider keiner dazugekommen, es hat sich leider nicht angelassen. Ich soll aber liebe Grüße sagen. Dann stand noch, wir sind die Gründungsväter und oder auch Mütter. Also vielleicht die Frage nach, wie ging es los? Also was war eigentlich der Stein des Anstoßes, so einen Guide zu machen? Ja, kleine Story in der Richtung. Es gibt in der Tat bei Siemens jede Menge Graswurzelinitiativen. Über das ESN hatten die Menschen die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Und so stellte man durchaus fest, dass an vielen Siemens-Standorten irgendwelche Enthusiasten Mittagsmeditationen angeboten haben. Und dann fand man sich, hat da auch eine kleine Plattform gegründet. Die Menschen haben sich besser vernetzt. Und so entstand einfach die Idee mal zu sagen, hey, können wir das, was wir hier tun, nicht eigentlich anderen auch zur Verfügung stellen, dass sie uns nicht immer brauchen? Das ist so der Abholer gewesen. Und klar, dann gibt es ein paar Leute, die sagen, das ist cool, das ist eine gute Idee. Andere Leute sagen, nee, ich möchte das aber selbst machen. Wunderbar. Es haben sich genau die Richtigen gefunden. Erstmal, die sowas eben in die Welt bringen wollten. Und wie ich schon ausgeführt habe, das hat aber nicht genügt, weil jeder von diesen Menschen was völlig anderes im Kopf hatte, was eigentlich zu tun wäre. Ja. Dann war noch von der Dorothee. Ihr quatscht einfach dazu. Wir sind so wenig, oder? Dann können wir einfach so reinquatschen. Oder sind wir wenige? Ich weiß gar nicht, wie viele hier drin sind. 15 oder 16 sind wir, glaube ich. Also ich würde sagen, open your mic auch, ne? Aber lies doch mal Dorothee vor. Dorothee hatte im Chat noch geschrieben, seid ihr im Kontakt mit Sophia Rödinger und Lukas Fütterer? Sie haben mit John einen Woll-Leitfaden für Achtsamkeit gemacht. Ich glaube, Sophia hat immer auch, spielt Yoga eine gewisse Rolle, ne? Gibt es immer so Yoga-Bilder mal auf Twitter, habe ich schon gesehen. Ja, das kommt jetzt bei uns zum Beispiel das Wort Yoga gar nicht vor. Über die Initiative von Lukas, merkwürdigerweise, haben wir nicht bemerkt, sag ich mal. Aber in der Tat, wir waren zusammen mit der ZF ein kleines bisschen, die auch was Ähnliches tun oder an so was Ähnliches anfangen. Und wir hatten Kontakt zu Bosch, die ja das quasi strategisch gemacht haben. Die hat ja dieses Achtsamkeitsprogramm mit einer Firma zusammen. Wie heißen sie gleich wieder? Komm nicht drauf. Haben wir nämlich auch mitgemacht. Also man sieht, es klappt auch intercompany oder cross-company-wide, weil dieses Programm eigentlich nur für Bosch-Mitarbeiter war und wir ein paar Siemensler haben einfach mitmachen dürfen. Und wir sind lose mit den Menschen zusammen, aber wie ich schon gesagt habe, wir waren ein closed job, weil ich glaube, es gibt viele, ganz viele Arten der Annäherung und irgendwann musste ich mal auf was konzentrieren und wir haben unsere Mission gefunden. Und wir haben sie jetzt einfach mal umgesetzt. Und das heißt nicht, dass es die einzige Art und Weise ist, sich dem Thema Achtsamkeit zu nähern. Aber es ist eine mögliche Verlaufsform. Einfach Dinge ausprobieren zu können. Spannend, weil ich das Gefühl habe, dass im Moment ganz viel sehr, sehr altes Wissen quasi in so neuen Verpackungen wieder in die Breite kommt. Also sag mal sowas wie Achtsamkeit, das ist ja auch so tief verwurzelt im Buddhismus. Wenn man sich anschaut von Google, dieses Search Inside Yourself Programm, also es sind auch ganz viele Dinge, die es vor 2.500 Jahren schon gab, die man jetzt wieder in so einen ganz aktuellen Kontext bringt, ne, und neu anwendet. Ja, wobei ich da, das ist dann einfach mal, oder meine, aber auch die Sicht einiger Menschen bei uns, dass wir sagen, Achtung und Vorsicht, je nach Entwicklungsstufe, und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster von Menschen, sind die dann plötzlich sehr dogmatisch, normativ und machen eine Mission daraus, rennen als Missionare durch die Gegend und sagen, ja, bis hin dazu, wenn du keine Achtsamkeitspraxis betreibst, dann begehst du Raubbau an deiner Arbeitskraft und sowas wollen wir hier in der Firma nicht haben.
Also ihr kennt vielleicht solche Sachen, ne? Das sind klassische missionarische Dinge. Und in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit sind natürlich Leute, die, ja, jetzt, wenn ich lehne mich jetzt ein bisschen an Lalou oder Spiral Dynamics an, sage ich mal, die in einer sehr regelorientierten Entwicklungsstufe stehen. Für die ist es ganz klar, dann ist es halt ein neues Arbeitspaket, das ich halt auch erledigen muss. Ja. Das ist zum Beispiel was, da haben wir uns völlig emanzipiert davon. Solche Menschen hatten wir auch im Team. Und wenn wir gesagt haben, das, und gut, die sind dann freiwillig gegangen, logischerweise, weil sie sagen, wie, ihr wollt es den Leuten selbst überlassen. Nee, wir müssen denen erklären, warum das wichtig ist. So haben wir, nö, ist nicht unsere Mission. Also wir haben immer noch kein Mission Statement, aber ich glaube, ich schreibe mal eins. Einfach, weil es vielleicht einfach als Template dienen kann oder auch eine Diskussion anregen kann. Einfach zu sagen, wir machen nur ein Angebot und du selbst wirst wissen, ob dich das, nee, wie sage ich immer bei Lernersreisen oder bei Wollreisen, sage ich immer, und wenn, ob das das Richtige für mich ist, erkenne ich daran, dass ich sage, irgendwas gibt es in mir, was mich dahin zieht. Und ich gesagt, nur dann fang doch einfach mal an. Und wann du was wissen, wann du aufhörst. Soll ich mal gerade so ein paar Worte aus externer Sicht, also aus der Beobachtungssicht mit reinbringen? Ja, unbedingt, dafür sind wir da. Also ich habe mich ganz ehrlich immer gefragt, kann das Ganze so funktionieren, dass es halt eben auf Freiwilligkeit basiert und dass halt eben auch als offene Version designt ist und noch weiter angeboten wird. Das war für mich so eine große Frage, ich glaube so vor 4, 5 Jahren in etwa. Und ich muss für mich selber auch sagen, an mir sind die Altersjahre ja auch nicht vorbeigezogen und ich habe auch immer mehr reflektiert und war halt eben auch immer aufgeschlossener inzwischen für offene Initiativen. Und inzwischen habe ich halt eben verstanden und auch, aber jetzt auch an verschiedenen Beispielen, wie jetzt Lernos in der Praxis gesehen, dass es eigentlich mächtig ist vielleicht das falsche Wort, aber es funktioniert halt eben so gut, weil man halt eben Menschen der gleichen Gesinnung einlädt, um nicht zu sagen einfängt, also im positiven Sinne, also begeistert und man damit also so einen starken Multiplikatoren oder ja einen exponentiellen Faktor mit reinbringt, der aus meiner Sicht halt wirklich faszinierend ist. Mhm. Und das ist der Spirit, also den ich so wahrnehme letzter Satz, ich genieße es vor allem, also neben den tollen Inhalten, hier Menschen zu finden, die eine ähnliche Gesinnung haben. Das macht Spaß, also das befriedigt. Mhm. Finde ich cool. Ich habe natürlich eine Antwort oder eine Position. Aber das war gar keine Frage. Ich finde es eine sehr spannende Diskussion, die geht jetzt zwar über das hinaus, aber spiegelt auch trotzdem unsere Erfahrungen wider. Also ich finde sie absolut wertvoll. Wie seht ihr das da draußen? Also ich will nicht immer als erster quatschen, das mache ich sowieso so gern und ich muss achtsam mal auf andere achten. Sonst gebe ich einfach mal ein Statement dazu. Ich finde es insofern sehr spannend, weil du sagst, die gleiche Gesinnung, die gleiche Haltung. Ich glaube, eine Kunst ist es, und jetzt werde ich vielleicht dann auch missionarisch, für mich ist es eine Verlaufsform, mich auch mit Menschen oder Menschen zu begegnen, die eine andere Haltung haben. Warum? Erstens mal finde ich es spannend, in die mal auch reinzuschnuppern, die Welt aus ihren Augen zu sehen. Und manches kann ich vielleicht auch daraus lernen, indem ich zum Beispiel genau weiß, warum ich diese Haltung habe, die ich habe. Oder weil ich sie tackling, challengen oder sonst irgendwo kann. Sorry für die Amerikanismen. Also in Frage stellen kann.
Und das ist ein Forum und so verstehe ich definitiv unseren Leitfaden. So verstehe ich ein Working Out Loud, so verstehe ich auch den Learners for You, dass das eine Sache ist, die nicht sagt, genau so musst du es machen. Aber ich kann mal einfach auf so eine Reise gehen und schauen, was mir an dieser Reise schmeckt. Und im Ernstfall schmeiße ich es anschließend wieder weg. Aber das kann ich nur dann, wenn ich es kennengelernt habe. Also das heißt, ich gehe durchaus mit in womöglich in so ein in so einen Zyklus, in so einen Zirkel oder auch in eine Begegnung mit Menschen, wo ich eigentlich sagen muss, naja, also ich weiß ja auch nicht, mit denen? Hä? Nee, ich muss mal schauen, was das mit mir macht. Jetzt will ich nicht sagen, dass das jetzt eine Gegenposition zu dir war, Stefan, aber es ist nochmal vielleicht ein anderer Blickwinkel da drauf. Und so haben wir definitiv unseren Guide auch geschrieben. Es ist ein Angebot. Das sind Elemente, sind Achtsamkeitspraktiken drin, die eine gewisse Bandbreite haben. Und es heißt nicht, dass jeder alles dann tun muss wöchentlich. Es reicht, wenn ich vielleicht mitnehme, dass ich ihn als Routine implementiere, dass ich achtsam gehe. Achtsam atme ab und zu. Dass ich mir 5 Minuten mal gönne als Pause und einfach mal die Wand betrachte, ein Blümchen, was auch immer. Das ist ein Wahnsinnsfortschritt für jemanden, der das sowas noch nie getan hat. Aber ob das das Richtige für dich ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hätte zu Stefans Kommentar auch noch einen Gedanken zu teilen. Es ist ja mittlerweile, wenn man es in LinkedIn sieht, bei diesen Sinnsprüchen fast schon ein bisschen abgedroschen, aber es gibt ja immer dieses Gandhi-Zitat, be the change you want to see in the world. Und in dem LernOS for You-Leitfaden ist ja in dem LernOS-Wheel bei dem Mindset oder bei der Haltung einer der wichtigsten Werte ist die Offenheit. Also die Offenheit, wie trete ich der Welt gegenüber, wie trete ich Leuten gegenüber, die vielleicht anders denken und handeln als ich, aber eben auch offener Umgang mit meinen eigenen Erfahrungen, und meinem eigenen Wissen. Und was ich halt immer wichtig finde, ist, dass man sowas erstmal, wenn man sagt, der Wert ist wichtig, selber auch verkörpert. Mhm. Also es gibt halt so viele Leute, die haben auf ihren Folien stehen, Offenheit ist wichtig und Vernetzung ist wichtig. Und dann kriegst du aber hinterher ihre Folien als PDF geschickt und mit einem Copyright drauf, was halt genau signalisiert, die Offenheit ist dann nicht verkörpert. Ja, und deswegen ist das neben den ganzen super Inhalten, die entstehen, finde ich in der Community halt auch super, dass es Leute gibt, die, so wie du vorhin gesagt hast, ihr habt es innerhalb von Siemens gemacht und so ein Inhalt überschreitet die Werksgrenze von Siemens und ist nicht nur public verfügbar, sondern ist auch noch so verfügbar, dass ich es weiterverwenden kann. Das ist 2 oder 3 Schritte weiter als der State of the Art heute im Umgang mit Inhalten ist, weil nämlich typischerweise nichts die Firmengrenzen verlässt und wenn es immer geschützt und abgesperrt ist. No, und das ist, glaube ich, im Sinne dieses Second Dancers auf YouTube. Also man braucht halt mal erste Leute, die so vorgehen und das vormachen und auf einmal merkt man, oh, das tut gar nicht weh und Siemens brennt nicht ab, wenn man sowas macht. Und dann, das wäre so meine Hoffnung, dass das irgendwann kippt und man sagt, das ist das Normal. No? Und wenn mir dann jemand sagt, so hier ist was total geschlossen ist, was du nicht verändern kannst, dass das dann auf einmal so als altmodisch auf einmal ist. No? Und das finde ich eigentlich das spannende Moment in der Community, dass sich Leute treffen, die vielleicht alle, so das auch angedeutet, ne, wir haben das mit vielen Leitfaden-Teams, die so überlegen, ah, kann man nicht ein Geschäftsmodell draus machen, kann man es nicht als Buch verkaufen und irgendwann dann drauf kommen, ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, den Inhalt trotzdem offen zu haben, ne, dass man diese Verkörperung des Werts der Offenheit in der Community eben zunehmend spürt auf breiter Basis. Und unsere Story ist im Übrigen auch, hat sich genauso entwickelt. Das heißt, wir haben innerhalb von Siemens begonnen und inzwischen zumindest eine, die Hannelore, die Hanne Fritz, die ist nicht bei Siemens, die ist freier Berater, Coach, aber die wurde halt mit reingesogen aufgrund dessen, dass wir halt drüber gesprochen haben und sie hat gesagt, wow, sie teilt unseren Purpose. Und schon war sie mit dabei. Und hinterher ist uns das aufgefallen, dass sich die Frage, ob das jetzt Siemens nicht verlassen darf, definitiv so nicht mehr stellen kann. Ja, aber ich denke mal, da muss man eben schon auch
ja realisieren, dass da eben klassische Unternehmensstrukturen in der Regel vorherrschen, wo es halt, glaube ich, relativ einfach ist, auf der individuellen Ebene dann auch Anerkennung und auch Überzeugung zu generieren, während eine Organisation, eine existierende traditionelle Organisation, dem halt eben als Ganzes vielleicht gar nicht so aufgeschlossen ist. Also sprich, einzelne Personen bekommst du vom Mindset her leicht dazu, aber große Organisationen, also ich meine, ich habe auch viele Jahre bei großen Beratungsunternehmen verbracht, die halt eben auch vom Capital Asset vom Mindset ja leben, die sehen das dann halt eben schon etwas kritischer, ob man eben frei an etwas mitarbeitet oder ob man dann halt eben lieber doch geschlossen intern eine neue Methodik erarbeitet, die dann halt eben auch monetarisiert werden kann. Okay, da habe ich gar nicht erwähnt, wahrscheinlich, weil es mir schon so selbstverständlich geworden ist, das Ganze ist keine Auftragsarbeit gewesen. Ne? Das ist eine Graswurzelinitiative gewesen, ja, ja, die einfach über die Firmengrenzen hinausgewachsen ist. Und insofern, ja, wir bieten es bei Siemens an, aber wir gehen nicht mehr hausieren bei irgendwelchen Strategie- und HR- und Sozialberatungsabteilungen und sagen, wir haben da was. Wenn dies interessiert, dann kommen die zu uns. Und wir sind keine Rechenschaft schuldig. Warum? Weil wir das Ganze, wie es das auch immer nimmst, also in unseren Freiräumen gemacht haben. Also von der Seite hat sich deine Frage für uns eigentlich dann gar nicht mehr gestellt. Ne? Ich würde gerne auf den Aspekt eurer Erfahrungen hinsichtlich Leitfaden erstellen raus, weil mich tatsächlich auch interessiert, für was lohnt es sich, einen Leitfaden zu machen und vielleicht, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie würdet ihr so einen Leitfaden beim nächsten Mal angehen oder welche Arbeitshilfen sind vielleicht schon entstanden, die jetzt für jemanden, der einen Leitfaden entwickelt, schon zur Verfügung stellen oder so? Ja, gute Frage. So bewusst war mir das gar nicht. Im Prinzip habe ich es gezeigt. Es hat sich herauskristallisiert, dass wir sagen, wir haben deshalb einen Leitfaden und nicht nur ein schlaues Buch, ein Yet Another Book about Achtsamkeit geschrieben. Weil wir sagen, wir möchten, was ist unsere Idee, so eine Praxis zu etablieren? Und das ist eine der Verlaufsformen, ist, ich mag es in einer Gruppe. Also das heißt, das klassische Circle-System, die Circles of Trust und so weiter, die sich eben gegenseitig begleiten, unterstützen, auf Augenhöhe coachen, ja, auch trösten, wie auch immer. Ist ja gut, tut ja gut, wenn dir jemand mal sagt, du, das ist nicht so schlimm, ich habe das auch nicht jeden Tag gemacht. Im Buch ist zu lesen, du musst jeden Tag diese Praxis durchführen. das so als wesentlicher Treiber. Und dann war für uns auch klar, dass in solchen Sessions auch immer eine gemeinsame Übung mit dabei ist und nicht eine Reflexion. Das ist jetzt diesem Thema wahrscheinlich speziell geschuldet, aber das erzeugt natürlich jede Menge Kraft und Dynamik, dass ich nicht nur darüber spreche, was habe ich gemacht, sondern durchaus, so wie, ja, habe ich vom John Stepper auch gelernt und genau, ja. Teilweise auch nicht gemacht, wo wir gesagt haben, wir machen unsere quasi Übungen, jeder für sich zu Hause. Man bleibt halt nicht richtig dabei, wenn du dich zusammengesetzt hast und für 20 Minuten jetzt einfach eine Übung machst, einen Brief an dich selbst zu schreiben oder eine Atemmeditation zu machen oder dann hast du was Erlebbares plötzlich geschaffen und kannst unmittelbar dazu reflektieren und bist nicht darauf angewiesen zu sagen, oh je, eigentlich haben wir Hausaufgaben nicht so richtig gemacht. Also das heißt, das ist für mich jetzt ein Impuls gewesen, das zu äußern auf deine Frage, wann lohnt sich so ein Leitfaden zu basteln, der einen durch 12 Wochen führt? Und ich glaube, genau dann, wenn ich bloß Wissen vermitteln möchte, wo sind die Katas? Wie,
Kann man sagen, wie lange man dafür braucht, einen Leitfaden zu schreiben, oder ist das schwierig zu verallgemeinern? Also ich weiß es jetzt von einer ganz konkreten, von unserem konkreten Beispiel. Das heißt, wir kamen und ganz klar, wir machen was mit Achtsamkeit. Und dann sind 1,5 Jahre vergangen, bis er jetzt so steht, wie er steht. Mhm. Wobei ich sage, okay, da hatten wir durchaus verschiedene Sichten auf Pareto. Ich persönlich wäre früher rausgegangen damit und gesagt, lass sie doch auf die Nase fallen, lass uns das Feedback einholen, wenn was nicht stimmt oder wenn was hakt oder sowas. Aber es ist schon wahr, es ist, weil es halt ein Kontext ist, der vielen Menschen, die womöglich dort mitmachen, nicht sehr vertraut ist, war es uns wichtig, das zu einer gewissen Reife zu führen. Und nein, er ist alles andere als perfekt. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Ich hatte vorhin im Chat den Bene ja gefragt, auf welchem Lernpfad er ist. Ne? Und im Wesentlichen hast du so gesagt, du bist Free-Flow. Ja. Also die Idee des selbstgesteuerten lebenslangen Lernens ist ja nicht, dass es für jedes Lernziel, was ich habe, irgendwie den perfekt vorbereiteten Lernpfad gibt, sondern vielleicht habe ich ein Ziel, wo es überhaupt nichts gibt und ich mir das komplett selber überlegen muss. Und eine Stufe weiter ist, jemand hat sich schon mal 11 Themen oder Links oder Übungen überlegt, die sind aber noch gar nicht ausformuliert, sondern es ist einfach eine Spiegelstrichliste mit 11 oder 12 Einträgen. Die hilft mir aber schneller zu sein, als es mir alles selber zu suchen. Deswegen bin ich großer Fan davon und davon haben wir auch einige Leitfäden. Der Podcasting-Leitfaden ist zum Beispiel so einer. Der hat einfach nur eine Aufzählung von 11 Übungen und ganz viel muss man sich erstmal selber irgendwie dann rausfinden. Aber vielleicht ist man als Neueinsteiger trotzdem schneller, als wenn man sich die 11 Wochen komplett überlegen muss, den Sprint. Deswegen versuche ich eigentlich auch immer, und das ist vielleicht auch kontraintuitiv zu dem, was man in Firmen gewohnt ist, weil da geht mir auch erst mit einem Dokument raus, wenn es finalisiert, 3-mal hin und her gedreht und 12-mal gegengelesen ist. Ne, ziemlich früh so diese MVP-Denke mit dem ersten Ding, was einigermaßen sinnvoll ist, rauszugehen und das dann zu verfeinern. Mhm. Wie viele Leute haben denn euren Achtsamkeitslernpfad vielleicht schon gemacht? Momentan sind so 20. Also wie ich gezeigt habe, wir haben drei Circles sind durchlaufen, die waren zwischen 5 und 9 Personen besetzt. Wobei mir ganz klar ist, 9 Personen haben wir, der wurde dann von einem aus dem Team so beraten, dass die sich immer 1,5 Stunden Zeit nehmen, weil sonst kannst du mit 9 Personen schaffst du es nicht zu reflektieren. Also das war ja auch die Reduktion, ne? Diese Lean-In-Circles, die haben ja Mitgliedschaften, glaube ich, 12 bis 14 Personen. Ne? Und die Reduktion, die der John gemacht hat, auf 5, das war ja genau der Hintergrund zu sagen, mit wie vielen Leuten komme ich quasi mit dem Austausch noch durch, wenn ich nur eine Stunde pro Woche habe. Mhm. Ja. Eben nicht einen Nachmittag lang. Mhm. So, 2 Minütchen haben wir noch. Was ist der Unterschied zwischen einem Lernpfad erarbeiten und gestalten und ein Lerncurriculum oder eine Lerninhaltsstrategie zu entwickeln? Ist es mehr oder weniger das Gleiche oder? Na, der Lernpfad ist eigentlich immer die Abfolge der Übungen, die man in den 11 Wochen macht. Mhm. Und der Leitfaden ist quasi die Kombination aus einem Grundlagenteil und dem Lernpfad. Also im Prinzip sieht man ja bei ganz viel so Lehrbüchern die Kombination aus Theoriebuch und Praxisbuch. Also ich nehme mal so 5. Disziplin von Senshi. Ne, da gibt es The 5th Discipline als Book, als Buch und The 5th Discipline Field Book. Das eine ist die Theorie und das andere ist die Praxis. Oder Working Out Loud das Gleiche. Es gibt das Working Out Loud Buch und es gibt die Working Out Loud Circle Guides. Bei Getting Things Done auch. Mhm. Ne? Und LernOS Leitfaden ist einfach genau das runtergestrippt. Ne? Das Grundlagenkapitel ist das, was das Theoriebuch ist, aber eher wie so Eisberg, wirklich nur die wichtigsten Sachen angeteasert, zusammengefasst, mit Quellen verlinkt. Und der Lernpfad ist dann sozusagen das Fieldbook, die Anleitung, wie erlerne ich es in einem Sprint. Also ausgearbeitet. Im Idealfall ausgearbeitet, im ersten Schritt vielleicht erstmal nur als Spiegelstriche, wie gesagt. Mhm.
Also bei diese Kata-Idee, wenn ihr mal guckt, wie Programmierer ausgebildet werden, über diese Coder-Dojos, da kommt die Idee her. Die Katas sind ja eigentlich die Übungen, die man in Meditationspraxis oder im Kampfsport macht, um zum Beispiel einen bestimmten Gürtel zu erreichen. Und in den Coder-Dojos ist quasi eine Kata, gibt es das Sushi-Card-Prinzip, auf einer doppelten DIN-A4-Seite eingeschweißt beschrieben und so gemacht, dass die Leute, die im Dojo sind, auf dieser einen Doppelseite alles finden, was sie brauchen, um die Übung zu machen. Mhm. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ich ein Dojo halt mache mit 100 Leuten und vielleicht nur zwei Ninjas, die das Dojo begleiten quasi, und die können nicht auf jeden von diesen 100 im Detail eingehen, und damit muss die Kata eben ausgearbeiteter sein. Ne? Wenn ich jetzt ein Podcast-Dojo mit 100 Leuten mache und sage, jetzt legt mal los, und ich habe nur Spiegelstriche, dann gehen 99 Hände los und jeder will, dass ich zu ihm komme und quasi erkläre, was ist MP3 und was ist ein Audiorekorder. Schönes Bild, danke. Ja. Aber deshalb auch die Idee, das im kleinen Rahmen zu machen. Also das ist ja nichts anderes, was du da sagst. Da zerfallen halt auch diese 100 Menschen in 20 Fünfergruppen, die eben dann als Peers miteinander arbeiten und auch wirklich die Chance haben, aufgrund der Menge der Menschen, sich auch wirklich noch auszutauschen. In einen, wie soll ich sagen, in eine Beziehung zu kommen, wo ich auch sagen kann, habe ich nicht verstanden. Ne? Traue ich mich doch nicht vor 100 Leuten, aber bei 5 geht es klasse. Jetzt sind wir an die Zeitgrenze gekommen. Yes. Ich will, dass ihr alle, also erstmal vielen Dank dir, Hardy, für das offene Teilen eurer Erfahrungen. Ihr könnt alle mal das Mikro aufmachen und kurz applaudieren. Yay. ganz kurzer Einblick. Das ist die richtige Geste dazu. Perfekt. Ganz kurz noch der Hinweis, wie geht's weiter? Wir haben ja diesen Audio-Track auch im Sessionplan des Corporate Learning Camps. Um 13.45 Uhr gibt es einen Live-Podcast vom Firmenfunk mit dem Leonid zu LernOS. Da werden wir speziell nochmal drüber sprechen, wieso diese Grundidee des selbstgesteuerten Lernens da funktioniert, wie die abgebildet ist. Und das ist eben genau eine, die nur per Audio gestreamt wird. Also da findet man hier dann sowohl im Sessionplan Corporate Learning Camp als auch hier auf Connect diese Einwahl über StudioLink. Da landet man auf einer Webseite, wo man dann den Audio-Livestream hört. Und wir haben ein Pad aufgemacht, was wir dann als Chat verwenden, wo man auch die Themen schon so ein bisschen sieht, wo man live reinschreiben kann. Es spricht aber auch nichts dagegen, jetzt in Ruhe zu Mittag zu essen, sich dann das Smartphone mit einem Kopfhörer zu schnappen, durch den Wald zu laufen und den Podcast einfach nur zu lauschen. Falls es nichts für euch ist, gibt es natürlich im Corporate Learning Camp Sessionplan noch genug andere Sessions, an denen man auch teilnehmen kann. Ja. Damit. Ich wollte trotzdem noch ganz dringend erwähnen, es ist ja eine Unterseite verlinkt auf welcher? Auf der Hauptseite halt ganz einfach, nicht im Sessionplan. Wenn ihr Fragen habt, Hinweise, Kommentare, da chatten wir weiter. Ansonsten das Mural bleibt auch offen. Vielleicht ergänze ich noch ein paar Dinge, von die ich gehört habe. Vielleicht hängt ja auch noch Dinge dazu, die euch auffallen. Es ist ja nicht so, dass das ein wissenschaftliches Werk ist, sondern eine Sammlung von Ideen, Hinweisen, Kommentaren. Exzellent. Alles klar. Dann freue ich mich, dass es hoffentlich ein paar Menschen interessiert hat, dass ihr ein Stück mitnehmen konnt. Und ich wünsche euch echt viel Spaß beim Erstellen eines eigenen Lernpfads, eines Leitfadens. Und oder wir helfen zusammen. Eines Circles im Mindfulness Guide. Alles klar. Schöne Mittagspause euch allen. Super, danke. Ciao. Danke, bis später. Ciao.